Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und heute geht es um ein besonderes Instrument. Ich habe mir nämlich eine Wiener Tuba ausgeliehen. Das ist keine Tuba aus Wien, aber es ist eine Tuba mit Wiener Griffsystem. Und was diese Wiener Tuba besonders macht und wie sie funktioniert, das erkläre ich dir im heutigen Video. Ich habe dazu ein paar Fragen bekommen, unter anderem, weil ich das im Newsletter geteilt habe, dass ich auf diesem Instrument spiele. Wenn du bei solchen Fragen in Zukunft mitmachen willst, wenn du so Vorankündigungen haben möchtest und wenn du auch Infos zu Seminaren und Online-Kursen haben möchtest und natürlich auch an Rabattaktionen teilnehmen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, den Newsletter zu abonnieren. Den findest du auf tubalernen.de/newsletter. So, nun aber zur Tuba. Was ist überhaupt eine Wiener Tuba? Eine Wiener Tuba ist eine besondere Bauform von einer F-Tuba. Das heißt, sie ist genauso gestimmt wie jede andere F-Tuba, aber du siehst, es sind drei Ventile links und drei Ventile rechts. Diese Tuba hier ist aus dem Hause Alexander in Mainz, also kommt nicht aus Wien, sondern aus Mainz. Und ich schätze, ich weiß es nicht, dass sie vielleicht ungefähr 50, 60 Jahre alt ist, sowas in der Richtung. Derjenige, von dem ich sie mir ausgeliehen habe, der hat sie gesagt, er hat sie hier in Hannover einem ehemaligen Tubisten an der Staatsoper abgekauft. Das heißt, es war tatsächlich als Profi-Instrument im Einsatz. Dann gehen wir vielleicht sofort auf die Fragen ein, würde ich sagen, und danach kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Also, genau, Hermann hat zum Beispiel geschrieben, hallo Raimund, zwei Fragen. Wieso Wiener System? Wieso ist die Griffweise da anders? Bringt es irgendwelche Vorteile? Und ich frage mich schon länger, wieso ist das normale Griffsystem 1, 2, 3, also Ganzton, Halbton, Anderthalbton und nicht Halbton, Ganzton, Anderthalbton? Wäre doch logischer. Bei der Posaune geht es auch nicht anders. Klar, logisch, ne? Fängst du an auf 1, ne? Und dann wird es immer länger, ist logisch. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen darüber gesprochen, aber keine einleuchtende Antwort bekommen. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Genau, also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Damit habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt. Aber es ist tatsächlich so, dass hier einfach die Griffweise anders ist. Und zwar ist es ja so, dass die F-Tuba die gleiche Rohrlänge hat wie das Horn. Und das Horn spielt man mit links. Und dementsprechend fangen hier die Griffe auch links an. Das heißt, der erste und der zweite Griff sind praktisch hier links. Und jetzt gibt es aber komische Veränderungen im Vergleich zu der normalen F-Tuba. Wenn ich jetzt meine normale F-Tuba habe mit 6 Ventilen, so wie diese hier, dann habe ich ja praktisch hier den Ganzton, hier den Halbton, hier anderthalb Töne oder auch eine kleine Terz. Hier ist die Quarte und hier sind die verlängerten Ganz- und Halbtöne. So, also ich habe praktisch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich mir jetzt die Anordnung auf der Wiener F-Tuba anschaue, dann ist die Anordnung ganz anders. Und zwar ist die Anordnung hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ziemlich komisch. Und ich weiß auch nicht, warum das so entstanden ist in Wien, aber das ist die Bauart, die so um 1875 darum in Wien eben verwendet wurde. So wurden die Ventile angeordnet. Was ist nun aber das, was die Wiener Tuba wirklich ausmacht? Es ist nicht nur die Griffweise, sondern es ist einfach auch die Art des Klanges. Du siehst, wenn ich diese Tuba hier halte, sie ist relativ schmal und sie ist auch von der Mensur her relativ schmal. Die Idee des Wiener Klanges ist, dass sich die Tuba optimal in den Posaunensatz einfügt. Das heißt, man versucht mit der Tuba einen etwas größeren Sound als die Bassposaune zu haben. Nicht viel, nur ein kleines bisschen, so dass es sich gut einfügt. Ich habe noch eine zweite Frage bekommen, und zwar auf Instagram. Und da hat Vince Vigeda geschrieben, was sind die Vorteile vom Wiener System? Inwiefern ändert sich das Spielverhalten und der Klang gegenüber der heutigen F-Tuba? Und gibt es heute noch neue Tuben mit Wiener System? Genau, heute noch Tuben mit Wiener System werden eher so auf Anfrage gebaut. Da muss man einfach beim entsprechenden Instrumentenbauer nachfragen, ob sie eben auch eine Wiener Tuba im Programm haben. Manche schreiben das offen, dass sie das haben, andere haben es eigentlich nicht im Programm. Aber zum Beispiel Albert Wieder spielt mit Wiener System und soweit ich weiß, spielt er eine Miraphon-Tuba. Das müsste also eine umgebaute Elektra sein. Und genau,
Also es gibt schon noch Leute, die das Wiener System spielen, aber nur noch ganz, ganz wenige. Genau, jetzt zeige ich ein bisschen was vom Klang her, um es zu vergleichen mit der normalen F-Tuba. Ich spiele mal hier eine kleine Etüde. Mal gucken, wie es klappt. Ich vergreife mich natürlich noch viel. Das ist jetzt, waren jetzt 16 Takte aus einer kleinen Etüde. Und jetzt zum Vergleich einmal die normale Tuba, die normale F-Tuba. Also man merkt, dass besonders in der tiefen Lage meine moderne F-Tuba größer klingt und die Wiener F-Tuba eben einfach ein bisschen enger. Also diese Idee von, ich füge mich in den Posaunensatz ein, ist da eben einfach in der engeren Mensur verwirklicht. Man sieht ja auch, dass die Stürze hier oben ganz, ganz schmal ist. Genau. Was war noch die Frage? Ja, inwiefern ändert sich das Spielverhalten? Genau. Vor- und Nachteile würde ich mal vielleicht so ein bisschen sagen. Also der Vorteil ist, dass es gerade in der Höhe leichter zu spielen ist mit der engen Mensur. Also beim C ist bei mir Schluss, aber es geht auf jeden Fall in der Höhe recht einfach. Das ist der eine Vorteil an der engen Mensur. Der Nachteil ist natürlich, dass in der tiefen Lage die Klangfülle nicht so da ist. Es ist nicht so die Allround-Tuba wie jetzt die moderne F-Tuba, die man ja auch im Blasorchester eigentlich spielen kann. Ich meine, natürlich klingt sie nie so groß wie eine B-Tuba, das ist logisch, aber die einen sehr großen Klang macht. Aber in der tiefen Lage... klingt sie natürlich ein bisschen weniger voluminös. Das ist ja ganz klar. Dann der Nachteil ist natürlich, wenn du bisher kein Wiener Griffsystem gelernt hast, musst du umlernen. Das geht aber recht schnell. Also ich habe jetzt mal eine Woche damit geübt und diese 16 Takte, die habe ich eben, bevor ich das Video aufgenommen habe, so 3-4 Mal durchgespielt und es lief ja jetzt wirklich größtenteils unfallfrei. Also man kriegt das ganz gut dadurch hin, wenn man sich eben einfach merkt, dass hier die 1 ist, hier die 2, hier die 3, hier die 4, hier die 5 und hier die 6. Klingt erstmal kompliziert, aber wenn man den Knick einmal drin hat, dann funktioniert das. Der Vorteil an diesem System mit 3 Ventilen rechts und 3 Ventilen links ist natürlich, dass du niemals die Griffkombination 2-4 greifen musst. Und 2-4, gerade wenn es schnell gehen muss, ne, ist immer schwierig. Ja, weil einfach die Finger sich schwerer bewegen lassen als 1 und 2 und 3, ne? Also 3 und 4, die beiden Finger sind ja praktisch verbunden und also die werden, glaube ich, soweit ich weiß, über die gleiche Sehne angesteuert oder irgendwie so. Genau weiß ich es nicht, aber man weiß ja auf jeden Fall, dass diese beiden immer weniger unabhängig sind als die beiden hier. Und das ist natürlich der große Vorteil an diesem System, wenn ich jetzt zum Beispiel F, Fis, G ganz schnell spiele. Geht es
das ganz schnell. Oder nehmen wir mal was, was noch schwieriger wäre auf der normalen, zum Beispiel F, Fis und dann D. Ne? Dann hätte ich ja normalerweise, wenn ich F, Fis, nee, nicht D, sondern A spielen würde, F Fis A wäre praktisch so. Und das ist natürlich schwierig, von 2, 4 auf 3 zu wechseln. Und das geht natürlich im Wiener System dann einfacher, weil ich eben nicht von 2, 4 wechseln muss, sondern ich kann praktisch spielen. Hab praktisch 2, 3 und dann 1. Beziehungsweise man könnte den auch so greifen. Ja, aber so ist besser. Genau, das ist der Vorteil an dem Wiener Griffsystem. Und man sagt auch, dass die Intonation wohl besser sei beim Wiener Griffsystem. Ich konnte das jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich habe die Töne gecheckt mit dem Stimmgerät. Vielleicht habe ich auch nicht alles richtig gemacht, das kann sein. Die Intonation war aber eher schlechter als bei meiner Tuba. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass meine Tuba ein 2 Jahre altes Instrument ist und die hier wahrscheinlich 50, 60 Jahre alt ist. Da hat sich natürlich sowieso noch mal ein bisschen was getan in der Ingenieurskunst oder beziehungsweise in der Instrumentenbaukunst, so muss man es ja sagen. Sind ja, soweit ich weiß, keine Ingenieure. Genau, da hat sich natürlich nochmal was getan und deswegen ist jetzt hier die Intonation tatsächlich besser. Genau, wenn du das nochmal alles nachlesen willst, ich habe dazu einen Lexikonartikel geschrieben zur Wiener Tuba in F, Wiener Konzerttuba in F, so hieß das Instrument ursprünglich 1875, als es patentiert wurde. Und im Lexikon gibt es natürlich auch ganz viele andere spannende Sachen. Da kannst du dir zum Beispiel angucken, was ist eigentlich eine Kirchentonart, oder du kannst dir angucken, fällt mir noch was ein, was ist eigentlich der Ansatz oder was macht eigentlich die Zunge. Das sind alles Begriffe, die im Lexikon vorkommen. Dafür gehst du einfach auf tubalernen.de/lexikon und den Artikel zur Wiener Tuba habe ich natürlich unter dem Video verlinkt. Dann hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat und ich wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben. Und tschüss. Auf tubalernen.de bringen wir jede Woche ein neues Video. Wenn du diese Videos nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Außerdem kannst du viele andere spannende Sachen auf tubalernen.de finden. Es gibt einen Podcast und einen Blog, ein Lexikon. Das sind alles irgendwie Inhalte, auf die du kostenlos zugreifen kannst. An dieser Stelle siehst du außerdem mein aktuellstes und neuestes Video. Und hier unten siehst du eine Playlist zum Thema Gadgets, die man zum Tuba-Spielen braucht. Hier siehst du alle Infos zu meinem Solokurs Bluebells of Scotland. Viel Spaß und lass uns die Tuba zum Klingen bringen.